In diesem Video möchte ich euch zeigen, warum man einen Screencast verwendet oder wie man am geschicktesten einen Screencast verwendet. Ich habe jetzt hier mal aus meiner Mathematikunterricht eine PowerPoint-Präsentation geöffnet und in dieser PowerPoint-Präsentation habe ich quasi alles reingepackt, was ich in meinem Video später erklären will. Also hier eine Überschrift, hier Formeln, hier eine Veranschaulichung und so weiter. Und dann habe ich das mit Animationen hinterlegt. Ja, den Animationsbereich sieht man hier nochmal, der ist etwas aufwendiger. Klar, ich möchte ja auch, während ich was erkläre, dass was erscheint. Also zum Beispiel ein neues Textfeld mit einem Klick. Und dann kann ich ja zum Beispiel auf Start gehen, so wie ich es jetzt eigentlich gerade auch schon mache. Ich filme quasi meinen Bildschirm und präsentiere dann etwas. Also der Höhen- und der Kathetensatz. Und dann wird geblabbert, geredet und dazu etwas ergänzt. Und dann wird das Ganze entwickelt, so dass anschließend mein Tafelbild in dem Falle entsteht. Ihr könnt es ja zum Beispiel auch machen, indem ihr irgendwas mit Texten erklären wollt oder mit Bildern erklären wollt. Nur höllisch aufpassen müsst ihr bei Bildern. Denn Bilder, die ihr aus dem Internet nehmt, die dürft ihr eigentlich nicht verwenden. Manchmal darf man sie verwenden, indem man einen Link angibt, da wo sie herkommen, aber ansonsten ist es nicht erlaubt. Denn so ein Video am Schluss wird ja manchmal auch veröffentlicht und wenn man das veröffentlicht, dann muss alles, was dort drin ist, einem selbst gehören. Deswegen mache ich zum Beispiel in meinen Videos immer alles selber, damit es auch lizenzrechtlich absolut einwandfrei ist. Ein Video zum Beispiel mit der ganz normalen Kamera, da geht es darum, dass man ein gutes Drehbuch hat und was Gutes erklären kann und dann mal quasi in einer Minute ein schönes Schauspiel macht. Bei einem Screencast geht es darum, dass man seine PowerPoint-Präsentation geschickt anordnet, geschickt animiert in der Reihenfolge, wie ich es brauche, damit ich später beim Durchklicken dann das auch gut kommentieren kann. Dann, wie man das Ganze dann einsetzt, ob man einen Screencast oder ein Video verwendet, ist egal. Da experimentiert einfach mal ein bisschen rum.